Neueröffnung, Umsonstladen und soziales Zentrum für alle und kostenlos. Die Gebäude der Ola-Ecke Reichenberger Straße gehören dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der sie leer stehen lässt. Wir brauchen Orte, die uns helfen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Orte für soziale Projekte und Engagement, in denen sich auch Menschen mit wenig Geld aufhalten können. Selbstverwaltete und unkommerzielle Räume, die allen einen barrierenfreien Zugang ermöglichen. Solche Räume fehlen in Kreuzberg. Deshalb haben wir heute ein soziales Zentrum mit Umsonstladen eröffnet. Seit Jahren stehen in großen Teilen der Berliner Innenstadt, auch hier im Reiche-Kiez in Kreuzberg, steigen die Mieten rasant. Gleichzeitig nimmt die gesellschaftliche Ungleichheit zu. Es gibt immer mehr Armut, auch die Gewerbestruktur ändert sich. Alteingesessene Betriebe, die erschwinglich waren, werden zugunsten von teuren Geschäften und Restaurants verdrängt. Der Berliner Senat hingegen unterstützt und ignoriert diese Entwicklung und entzieht sich seiner sozialen Verantwortung. Doch dagegen regt sich Protest der Anwohnerinnen von der Initiative Kotti und Co. am Kottbusser Tor und geflüchteten Aktivistinnen am Oranienplatz haben sich öffentliche Räume angeeignet, um gegen steigende Mieten oder die unmenschliche deutsche Asylpolitik zu demonstrieren. Ebenso konnte die Zwangsräumung der Familie Gülbol in der Lausitzer Straße 8 mit der tatkräftigen Unterstützung von Nachbarinnen, Freundinnen der Familie und Mietaktivisten verhindert werden. Bringt euch ein, dieser Ort ist, was ihr daraus macht.